Moin zusammen. Ja, ich melde mich hier aus dem Exil, ne, in meinem geheimen, geheimen Geheimversteck, weil Frau Birella ja die HNO enttarnt hat. Ne, mehr später dazu. Erstmal schauen wir uns jetzt mal Frau Birellas Seite an, was sie so alles Schönes, Niedliches, Neues vor allen Dingen so, ja, hochgeladen hat. Sie hat ja auch die Nacht wieder gestreamt und versucht, irgendwo wieder mal die Rangliste zu stürmen. Ne, da kann man eigentlich nur sagen, war ein Fehlversuch. Aber gut, schauen wir mal. Als allererstes schauen wir uns mal dieses Kunstwerk hier an. Werde mal Buch Good schreiben. morning, morgen be Genau. Frau Birella wird ein Buch schreiben. Ja, wer weiß mit welchem Inhalt, ne, und wer weiß worüber. Wir lassen uns mal überraschen. Aber schauen wir doch mal. bekomme ich Brief von meiner Anwältin und der wird dann gesendet zum diese Anwalt. Es geht aus Hamburg aus, wenn ich mehr weiß, ich gebe euch Bescheid. So, Deutschland muss dann nach Österreich. Nee, Frau Birella, das hatten wir schon mal. Ne? Also solche Situationen hatten wir tatsächlich schon mal. Und das möchte kein Mensch wieder haben. Ne? Also von wegen Deutschland geht nach Österreich. Ne? Also die Situation möchte niemand mehr haben. Ja, ne, wir erwarten alle die Nachricht Ihres Anwalts. Ne? Und zwar wirklich jeder. Ganz händeringend. Und wir sind gespannt, ne, was Ihr Anwalt dem Anwalt von PayPal schreiben wird. Da sind wir alle echt gespannt drauf. Leider ist das international. Es war gar keine Österreicher. Es war in dem Fall, dass das in Deutschland ist, eine Deutsche. Wer ich mehr weiß, kann ich auch mehr sagen. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann lassen wir uns davon mal überraschen. Schauen wir doch mal weiter. Ist das euer Ernst? Eine Frau bedrohen. Wir sehen uns vor Gericht. Da steht Hallo Bundeslava und so weiter. Okay. Kann ich jetzt nicht so. Gut, ne? Lass mal so stehen. Oh wei. Ne? Und dieses hier meinte ich. Sie hat die HNO enttarnt. Na, ich mache das hier mal ein bisschen größer. So, meine Lieben, in E-Mail steht. Ein wenig größer. Ein wenig größer. Schauen wir doch mal, wen sie alles hat. Also, sie kennt Battle und Metal. Krakadil, mich auch, mit meinem vollen Namen, meinem Wohnsitz und meinem Alter. Oh boy. HIZ Productions kennt sie auch. Agent Lewe und. Selbst Garfield. Wow. Ja, ne, wir sind alle mittlerweile schon untergetaucht. Ne, sind alle leben jetzt im Exil. Ne, das war gestern Nacht echt ein Riesenaufriss, als wir bemerkt haben, dass die Liste weg ist. Ne, also, ne, wir mussten uns fast alle irgendwo Flugzeuge oder Hubschrauber chartern. Frau Virella, ne, Sie haben quasi die HNO zerstört. Ja, ne, was soll ich sagen? Ne, ich weiß nicht, ob dieses eventuell mein letztes Lebenszeichen sein wird. Ne, das kann ich so genau nicht sagen. Aber ich vermute mal, dass wir alle heute noch eine große Konferenz haben, um sicherzustellen, dass wir weiterhin übertragen können und dass unsere
ganz wichtige Arbeit auch weitergeht. Ne? Mehr dazu dann so heute 16, zwischen, ja, doch, zwischen 16 und 25 Uhr. Ne? Osteuropäischer Zeit natürlich. Werdet ihr auf jeden Fall auf den Laufenden gehalten. Ne? Man muss mal sehen, inwieweit wir da unsere Konferenzen bereits hinter uns gebracht haben. Aber schauen wir doch trotzdem erst einmal weiter bei Probirella hier. Ne? Weil zumindest heute Morgen möchte ich euch noch auf dem Laufenden halten. So, meine Lieben, in E-Mail steht, bis am Montag müssen die PayPal-Schulden bezahlt werden. Okay, ne, bis Montag also müssen die PayPal-Schulden bezahlt werden. Gut, dann bezahlen Sie die doch einfach, Frau Birella. Ne, das wäre doch das Einfachste von der Welt für Sie, nehme ich mal an. Euch noch immer, ich bin so gutherzig noch, selber stellen. Ganz ehrlich gesagt, das habe ich schon. Ne? Das ist alles schon gelaufen. Ne? Also ich habe mich selber irgendwo gestellt. Also hingestellt, meine ich jetzt. Ne? Das ist alles schon gelaufen. Ansonsten, wie gesagt, ne, sind wir alle untergetaucht. Ne, und zwar ganz, ganz tief unter dem Meer. Und sie werden uns nicht finden. Ne, und ihre Anwältin auch nicht. Ne, aber hingestellt habe ich mich schon. Das Doppelte ist von meinem Konto danach verschwunden. Also das sind ungefähr die 7000, keine Ahnung was. Ungefähr 15.000 Euro Schulden. Also nein, Frau Birella, da muss ich jetzt tatsächlich mal eingreifen. Die 15.000, die Sie haben wollen, ist ganz einfach die Summe, die Sie PayPal schulden, verdoppelt. Ne, Sie wollen also einen noch größeren Betrug, als Sie schon bei PayPal begangen haben, durchziehen. Ne, Sie wollen also tatsächlich alle Leute betrügen. Ne, mehr wollen Sie gar nicht. Das hier ist nur ein Riesenbetrug Ihrerseits aus. Ne, und das wird Ihnen Ihre Anwältin heute Abend ebenfalls so mitteilen, dass Sie gerade einen Betrug begehen. Der PayPal-Ausgleich muss sein am Montag, laut E-Mail. Und genauso verlange ich auch noch so gutherzig, ich biete euch noch an, ohne Gericht, ohne keine mal wie viel Anzeigen, diese Rufmordentschädigung. Dafür muss erstmal ein Gericht feststellen, ob es diesen überhaupt gegeben hat. No? Und ich kann Ihnen fast versichern, dass ja, das Gericht es so sehen wird, dass es keinen, um es mit Ihren Worten zu sagen, Rufmord gegeben hat. Nur den einzigen Rufmord, den es momentan eigentlich gibt und schon immer gegeben hat, ist der, den Sie ausführen. Nur, also das, da wäre ich dann echt vorsichtig. Wenn ihr das bis eine Woche bezahlt, die 15.000 Euro ungefähr zurück. Lass mal die Gerichte. Ich bin noch so gutherzig. Nee. Das möchte ich jetzt aber gar nicht. Also das möchte ich nicht. Also ich möchte mich tatsächlich schon mit Ihnen vor Gericht treffen. Ne, das, da, aber sowas von, da, ich habe mich ja schon vorbereitet. Ne, dafür komme ich tatsächlich auch aus meinem Versteck. Na, und dann können wir uns gerne vor Gericht treffen. Mit Ihren Beweisen. Nee. Also so nicht. Ne? Sie, also erst veröffentlichen Sie meinen Namen,
meinen Wohnsitz und mein Alter und wollen dann auch noch dass ich mich außergerichtlich mit ihnen einige? Nein. Nö, nö, nö. Weil wisst ihr, was eine Rufentschädigung kostet? Und wir haben. Ja. Lolli 50 ungefähr. Ne, können auch zwei Lollis sein. So, ne, man weiß es nicht genau. Da mehrere. Also, ich bin aktiv auf E-Mail bagatsova-bronislava@gmail.com. Da. Da hatte ich übrigens schon ein paar Mal hingeschrieben, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Ne, bis zum heutigen Tag habe ich da keine Antwort bekommen. Und zwar wirklich absolut keine. Ne? Also es bringt auch nichts, an diese E-Mail-Adresse zu schreiben, anscheinend. Können sich die Täterkerne melden. Und wir lassen die Gerichte. Wenn nicht, dann muss das vor Gericht gehen. Tut mir leid. Genau, also da bin ich komplett dafür, dass das vor Gericht geht. Ne, absolut. 15.700 Euro Kleingeld-Trinkgeld. Okay, ne, hier, ja. Liegt sie nochmal die Summe, die der Anwalt von PayPal momentan von ihr haben möchte? Ne, das sind 7.856 Euro. Ja, das hat sie gestern auch schon mal versucht zu veröffentlichen. Hat wohl gestern nicht so ganz geklappt. Jetzt möchte sie natürlich 15.700 Euro bis Montag haben. Das hat bisher, also diese Ansagen haben ja bisher auch ganz gut geklappt, ne? Ob das jetzt zum Beispiel beim Joker waren oder sonst irgendwo, ne? Der hat ja auch prompt bezahlt. Frau Birella, warum? Warum versuchen Sie jetzt hier irgendwie, ja, Geld auf betrügerische Weise zu bekommen? Warum? Wieso? Reicht das nicht, den Ärger, den Sie bisher schon haben? Vor allem, er möchte Verzugszinsen haben in Höhe von 3 Euro und ein paar Zerdrückte. Ne? Anwaltsgebühren 200 Euro, Auslagenpauschale 20 Euro. Ich kann Ihnen versichern, dass dieses Anwaltsbüro, was Sie angeschrieben hat, auf egal welchem Weg, bekommt sein Geld. Ne? Ich hatte mir gestern ja schon mal die Seiten angeschaut. Die sind richtig gut. Ne? Die haben da Jahre und Jahrzehnte lang Erfahrung drin, Geld zu bekommen. Nur mal so als kleinen Hinweis. Ja, Frau Birella, ganz, ganz viele Sachen werden bei Ihnen gemeldet, aus dem ganz einfachen Grund, weil Sie ständig irgendwelche Verläufe oder Listen oder sonst irgendetwas ins Netz stellen, ne, und somit andere Leute gefährden. Ne, sie gefährden nicht nur sich selbst, sondern tatsächlich auch andere damit. Einzige, was ich mache, ich gehe mir heute um 18 Uhr einen Brief abholen oder eine E-Mail. Ich weiß jetzt nicht, ob das Brief oder eine E-Mail sein wird. Ja, man kann sich natürlich auch eine E-Mail abholen gehen. Ne? Könnte funktionieren, weiß ich nicht so ganz genau. Ne? Kenne ich mich zu wenig aus. Ne? Einen Brief kann man auf jeden Fall abholen, das weiß ich. Aber eine E-Mail, da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln. Ne? Ich möchte eins dazu sagen. Grüßen Sie doch ganz recht herzlich Ihre Anwältin von mir, ne, von dem kleinen Streamkeks.
Ne, weil die werde ich ja dann vor Gericht kennenlernen. Ich bin gespannt drauf. Von meiner Anwältin, was wir nach Hamburg schicken. Vielleicht sagt die Anwältin zu mir, bitte sei nicht dumm und wir verlangen trotzdem das Rufmordentschädigung. Das kann auch passieren. Und Ja, also das wäre auch zu empfehlen, ne? Das wäre absolut zu empfehlen. Ne, das sollte man auf jeden Fall machen. Ne, diese Rufmordentschädigung. da bin ich, meine Mama, mein Stiefvater, Conny, Lisa, das ist schon fünfmal, das ist schon fünfmal Rufmordentschädigung. Also Leute, ich wünsche euch, ich halte euch die Daumen. Ihr habt es mich fertig gemacht, das stimmt. Aber dafür dreht sich das um und die Karma trifft euch. Mua. Genau, und die Karma trifft uns. Frau Birella, um eine Entschädigung zu bekommen, muss eine Straftat nachgewiesen werden. Für diese Straftat, die Sie hier andauernd benennen, ne, nennen wir die mal Straftat, muss man einen Ruf haben. Und dieser muss nachweislich geschädigt sein. Da müssen einem also irgendwelche Nachteile daraus entstanden sein. Mal schauen, was Ihre Anwältin dazu heute Abend sagen wird. Ich bin wirklich gespannt, wie ein Flitzebogen, was Ihre Anwältin dazu sagen wird. Gut, so viel erst einmal als kleines Lebenszeichen aus meinem, ja, Versteck unter Meer. Ne, sollte es noch was Neues geben heute, melde ich mich auf jeden Fall. Bis dahin, bleibt mir gewogen, euer kleiner Streamkeks. Ciao, ciao.